Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Ozone 2 Cover Mode. So, ich bin jetzt wieder in dieser Dimension und ich habe mir überlegt, wieso war es mir so schwierig? Ich kann auch einfach den Digital Miner hier aufbauen. Ja, auf diese Idee bin ich ganz alleine gekommen, ohne dass irgendetwas passiert ist. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon eine Probebohrung gemacht. Es gibt dieses Erz hier. So. Dann suchen wir mal Dimension. Dimensional Chart Block. So. Na, jetzt findet er es nicht, ne? Reset. Moment. Mod-ID. Ne, das wird er wieder nicht finden. RF. Ich hasse es. So, Tools, Doppelpunkt, Dimensional, Chart. Nee, das findet er wieder nicht, ne? Okay, dann machen wir das anders. Wir haben ja noch eine Silk Touch dabei. Dann graben wir jetzt einfach mal so lange, bis wir etwas finden. Das ist übrigens das Höchste, was ich mit unserem Stab machen kann. Das Server liegt doch gerade ein bisschen, finde ich. So, ich mache dafür sogar mal gerade den hier aus. Aber das bringt da. Da habe ich das gesehen. Es gibt das Erz. Dimensional Shard Ore. Zwei Stück. Ja. Alter! Ich bin mal wieder draußen. So, Herr Miner. Reset, Config, Item Stack. Fünfundsechzig. Das sollte schon mal was reichen für etwas. Das war jetzt aber auch echt so eine doofe Situation. Aber naja, wir haben jetzt das Erz gefunden. Alles kein Thema. So, dann heißt das wieder feucht. Also angefeuchtet, jetzt nicht falsch verstehen, ja, es ist zu spät. ja, so. Das kann wieder runter. Das kann wieder runter. So, und ich würde sagen, wir benutzen mal den Charge Porter. Damit wir den auch einmal sehen, der füllt sich dann wieder auf.
So, haben wir unsere Fortune im ME. Den hätte ich dazu gerne verwendet, aber leider nein. Ein Ender tue ich wieder hier rein. So, hier haben wir die Fortune. Und ich nehme gerade hier so ein Wand. Hauptsache, wir kriegen die, genau, die Fortune und, Moment. Sehr schön, die Dimensional Charts haben wir, die haben einen EMC-Wert. Wir hätten rein theoretisch gesehen, hätten wir auch, hätten wir einfach die, die wir im ME jetzt haben, durch meine Probebohrung nehmen können, aber ich wollte euch zeigen, dass die auch wirklich existieren. Also hier in meiner Welt. So, das heißt, wir können jetzt einen Infused Diamond machen. Nehmen uns hier so ein Stack Nether Stars raus. Sagen, das wollen wir. Sehr schön. Packen das dahin. Ich hoffe, das ist auch richtig. Jo. Und wir haben den nächsten Schritt fertig. So, zack, zack, zack. Und das gibt wieder nichts Gutes. So. Wir brauchen dann nur noch einen Shard Infuser und den Block Protector. Das können wir dann mal gerade machen. Ach, Machine Infuser, nicht Shard Infuser. So. Warte, war das hier? Zwei Dias. Ja, ne. Also ich will nichts sagen, aber gib mir mal. Machine Infuser. Quest complete. Block Protector. Aber Trick 42. Wir wollen zwei Machine Infuser. Wir nehmen uns dann noch ein bisschen von den Shard. Und zwar, meine ich, waren das vier Stacks. Zack, zack. Interrupt. So. Wieso will ich jetzt hier zwei Maschinen haben? Ganz einfach. Wir nehmen den, weil der wird nämlich auch nochmal infusiert, damit der Maschinenfuser weniger Power frisst. Interessiert das eigentlich momentan eher weniger. Wir werden uns eh noch eine Welt machen aus komplett Emerald-Blöcken für EMC. Das aber später. So. Ja, den Block Protector, den können wir mal gerade machen. Dann haben wir die Questreihe durch. Der Block Protector. So. Wir brauchen Shield. Glas. 1000. Keybeam. Zack, zack. Block Protector. Und wir haben die Questreihe durch. Das hätte ich irgendwie in der Offscreen machen. Oh, das hier oben müssen wir noch machen. Das sind sogar bessere. Mal sollte man meinen. Sollte man einfach meinen. Ganz ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass wir da mal irgendetwas Gutes rausbekommen werden. Weil eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Genau, ein Stack gibt es 25%, so war das. Das ist mir aber momentan auch eigentlich ein bisschen egal. Werde ich jetzt so nebenbei machen.
Ja, was können wir denn jetzt machen? Wir sind bei 10 Minuten jeden Moment. So, wir brauchen nur noch die. Ne, Moment. Falsches Rezept. So, Catalyst. Wir brauchen eigentlich hier nur noch Ultimate Stew, Cosmic Meatballs, die Runen, Awakened Draconium, Pink Slime Crystal und hier unten die beiden. Ultimate Stew und die Meatballs machen wir später. Machen wir zusammen. Wobei, das mache ich offscreen. Die Cosmic Meatballs gerne. Mache ich noch gerne mit euch zusammen. Das ist gar kein Thema. Ultimate Stew. Ich glaube, das wäre ein bisschen nervig, wenn ich das ganze Rezept mit euch zusammen mache. Die Rune werden wir noch zusammen automatisieren, weil ich glaube, das wird lustig. Pink Slime Crystal können wir jetzt als nächstes machen. Und die Gas Storages werde ich einfach nur noch hier einspeisen. Wie viel haben wir da eigentlich schon? Bis auf 64k können wir. Mache ich schon mal 3, damit wir dann auf die 168, die 496 kommen. Gut, auf jeden Fall. Wir machen das ganz, ganz einfach mit den. Ja, ne? Wir brauchen einen Spawner. Wie wir das machen, das ist wie immer ganz einfach. Zack, haben wir. Wir brauchen einen Draconic Core. Zack, haben wir. Einen Apple. Mann, ich denke die ganze Zeit an einen Kumpel von mir, wenn ich Apple sage. Weil er heißt Apple Freezer. Auch von dem habe ich auch verdammt lange nichts mehr gehört. Und den Nether Star brauchen wir. Zack. Mengeloy haben wir 90.000. Können wir mal 1.000 machen. Könnten wir aber brauchen momentan nicht. So. Dann. Was haben wir so an Glas da? Komm, da kann man normales Glas nehmen und ein bisschen Quarz. Das machen wir dann einmal hier drüben. So. Wir brauchen eine Spawnkammer. Das machen wir 7x7. Also Spawnfläche. Zack. Zack. 3. Nein. Slash Spawn. Ups. Das sehe ich jetzt nicht als Cheaten, sondern es ist halt wirklich einfach nur um Fehler zu korrigieren. 6, 7, das ist zwar jetzt übertrieben. Und dann haben wir noch die Conveyor über, jawoll. Dann machen wir einmal so. Ich sehe schon kommen, das wird so übertrieben sein, was ich jetzt hier zusammenpacke. Alles klar, packen hier Glas rein. Alter, nein, das ist doch nicht schön. Das kann ich mir selbst nicht antun.
haben wir noch Fuse Quartz. Dann nehmen wir das Enlightened hier. Dann wird er wenigstens auch noch ein bisschen hell. So. Das ist aber krass, wie ich teilweise echt schon hier auf Schönheit baue. So. Wir brauchen ein Slaughterhouse. Habt gemerkt. Das Slaughterhouse. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen zwei Dark Äxte noch. Was hat hier? Pixlayer, okay. Pack mal dahin. Hat jetzt Saft bekommen. Wer fragen will, woher? Es war in meiner Leiste und ich habe so einen Draconic Flux Capacitor immer noch. Gut, der Power. Dann brauchen wir einen Meatpacker. Bricks brauchen wir 4 Stück. Das tut gut, alles auf Autocraft zu haben. So, dann machen wir ein wenig Energy Conduit hier hin. Zack, zack. Und ein wenig Fluid Conduit. Wo haben wir? Da haben wir. Ender Fluid. Active Reward Signal. Nichts extract. Insert reinpacken sollst du. In den Meatpacker kommt jetzt eine bestimmte Flüssigkeit rein. So. Da packen wir einmal so und so hin. Und. Ja, tschüss mit. Stimmt, jeder Mob kommt da rein, ne? Jeder Mob kann. Ich will es aber mit Kühen machen. Das heißt, der kann weg. Und die Kühe werden dann jetzt hier reinkommen und geschlachtet werden. Damit werde ich dann einen Draw befüllen. Das kommt automatisch da rein. Und damit das wirklich in Ruhe laufen kann, machen wir einmal so und so. Tschüss, Kuh. So. Ich mache jetzt nochmal einen Tank. Ne, den Resident Portable Tank hier, der reicht. So, hier sagen wir es einmal ganz kurz. Always active. Da mache ich mal ganz kurz hier so einen Voiding Tank, nenne ich das Ganze jetzt mal. Irgendwie kriegt mein Husten wieder zurück. Der ist so schön verschwunden. Das gefällt mir nicht. Also das ist Pink Slime. Also der hat jetzt. Okay. Dann ist alles gut. So.
kann sich jetzt hier das einfach nur in Ruhe ansammeln. Gibt es eigentlich noch einen schöneren Tank? Der zeigt an, was da drin ist, ne? Genau. Wobei, wir brauchen ja eigentlich nicht wirklich allzu viel. Paket habe ich dabei. Reicht das schon? Nein. Gut. Das wird jetzt einfach mal laufen, bis wir einen komplett voll haben. Dann werde ich eigentlich hier versorgen, damit diese ganze Plattform hier weg ist. Einmal so. Zack. So. Weil das hat nur unnötig Spawnfläche weggenommen. Und sah nebenbei auch nicht so wirklich schön aus. Wir haben jetzt ein paar Kühe gespeichert und wenn wir da welche brauchen, dann, naja, können wir den mal kriegen. Gut, das wird jetzt etwas dauern, fürchte ich. So, die werden nach und nach geschlachtet. Und ich werde mal ganz kurz gucken, weil es mir auf den Sack geht. Zack. Zack. Reinforced Alloy, 4 Stück. Tank. So, das sieht schon besser aus. Mit einer Wrench anhauen. Dann kann der weg. Wir haben 530 Millibuckets Pink Slime. Sehr schön. 636. Machen wir einfach mal so. Wir legen ihn hier oben hin. Und wenn wir dann einen haben. Hier ist geschlossene Gesellschaft, vielen Dank. Machen wir einmal ganz kurz so, dass hier auch wirklich nichts rauskommt. Das muss nämlich nicht wirklich sein, dass die Viecher noch hier rauskommen. Oh, das war Electrical Steel. Was soll ein Gebäude aus Electrical Steel? Glück nicht auch was. Ja, ich will ja mal schön bauen. Ja, woraus bauen sie denn? Elektrisierten Stahl. Sehr schön. Da kann man davon ausgehen, dass wir dann beim nächsten Mal, oder jetzt gleich schon, jede Menge Pink Slime haben. Das werde ich aber dann in der nächsten Folge vorbereiten. Und ich schätze mal, ich werde auch die alte Mob-Farm wieder anschmeißen. Weil wir werden Pink Slime brauchen. Jede Menge. So. Und dann können wir mal gucken. In der nächsten Folge konzentrieren wir uns dann. Ja, ich schätze mal, die Runen werden dann ran müssen. Cosmic Meatballs können wir so nebenbei mal machen. Da werde ich das gleich mal offscreen ein bisschen vorbereiten. Hier die Awakened Recondium Blöcke. Damit ich es auch nicht vergesse. Wie viele Dragon Hearts haben wir? 10 Stück. Da werde ich dann eh nochmal farmen müssen. 12 habe ich. Das heißt. Oh Gott. 28 muss ich noch machen. Ich werde es generell ein bisschen vorbereiten. Gut, dann würde ich sagen. Ach, das kann ich immer noch nicht machen. Okay. Ne, dann generell würde ich dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde dann noch einiges vorbereiten. Und dann generell in der nächsten Folge
werden wir wahrscheinlich die ersten Infinity Catalysts fertig haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!